Mädel, Leute, Serplin hier. Ich möchte heute mal drüber reden, wie doll ich aber T-Spelling-Channels hasse. Für die, die nicht wissen, was ein T-Spelling-Channel ist, ist quasi ein amerikanischer Channel, der über Drama meist aus der Beauty- oder TikTok-Community redet. Und es ist wirklich das absolut billigste Commentary, das ich je gesehen habe. Also, falls ihr dachtet irgendwie, ich würde über uninteressante Themen reden, wo ich euch, by the way, nicht für verurteile, mache ich auch. Aber trotzdem so, es ist halt einfach, man redet einfach nur darüber, oh mein Gott, TikTok Star X und TikTok Star Y oder Beauty Star X, Beauty Star Y haben dies und das gemacht und deswegen ist es jetzt entweder super gut oder super scheiße. Es ist einfach fucking nochmal die Bravo der YouTube-Videos. So, gefühlt hat Promi-Flash einfach mehr Inhalt als die Scheiße. So, das ist halt einfach der billigste Content ever, aber hey, wenn man damit über 5 Millionen fucking nochmal auf ein Video ziehen kann, wenn man Glück hat, kann man doch schon mal machen, oder? So. Der Fakt ist einfach nur Leute, durch den Namen anderer groß geworden sind. So einfach nur keinerlei fucking nochmal eigene fucking Leistung. Einfach nur, hey, ich rede jetzt über Person XY, weil das mache ich jetzt. Es ist halt einfach absolut fucking nochmal dumm, aber auf der anderen Seite auch eigentlich ziemlich genial. Also ich werde sagen, wenn du ein T-Spelling-Channel bist, du hast halt einfach einen fucking normalen Market, so einen fucking Markt gefunden, der einfach nie fucking leer geht. Es wird immer Drama irgendwie Celebs geben. Also ich verstehe, warum man sowas machen würde, wenn man profitorientiert ist, aber keine Ahnung. Es ist irgendwie, es nervt mich so hart, dass einfach jeder nur irgendwie über Promi X, Promi Y, Promi Z redet. Keine Ahnung, ob das einfach nur ich bin oder ob einfach allgemein wie es immer mehr um Promis und so geht, die ich eigentlich, von denen ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung. Danke fürs Zuhören bei meinem dummen Geblubber. Na, denk dran, du bist cool. Bleib toxisch. Deabonnier mich, dislike mich, entbill die Glocke und jetzt, oder von meinem Hasen, du Hurensohn. Ja, ich kann nicht sprechen.